Hallo Freunde der Ameisen und willkommen zurück hier bei meinen Ameisen, heute mit Messor barbarus, die Ernteameise. Ja, das ist die einzige Ameisenkolonie, die ich hier zurzeit noch in der Wohnung habe. Die deutschen Kolonien, die ich habe, die habe ich ja schon alle eingekerkert bzw. in den Keller gepackt für die Winterruhe. Die sind schon seit ungefähr einem Monat im Wintermodus. Messor barbarus hingegen, eine südeuropäische Art bzw. auch nordafrikanisch teilweise, ist da ein bisschen härter im Leben. Die warten noch etwas mit dem Winter. Aber auch hier geht die Aktivität zurück und ich bin mir sicher, in 1 bis 2 Wochen ist auch hier Winterruhe angesagt. Also schauen wir heute nochmal bei Messor barbarus vorbei. Aber erstmal gibt es jeden Mittwoch das Intro. Film ab. Ameisen Mittwoch. Messor barbarus, da sind sie wieder. Rotzfrech laufen sie hier durch das Außenbecken, Arena unter uns Ameisenhaltern genannt. Ja, was macht Messor barbarus? Nicht mehr viel, denn auch bei denen geht es steil auf den Winter zu. Ich habe gerade nochmal nachgezählt, hier sind gerade 6 Tiere unterwegs, können auch 7, 8 sein. Ein paar können sich unter diesen Stein verstecken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es auch hier steil Richtung Winter. Die leben ja hier unten in ihrer schönen Zwei-Zimmer-Wohnung, diese 3D-Drucknester, verbunden mit einem Schlauch mit dem Außenbereich. Hier sind sie. Messor im Schlauch. Ach, da ist einer runtergefallen. Warum machen die das immer, wenn ich filme? Langsam wird's peinlich. Egal. Auf jeden Fall sehe ich gerade, was auch peinlich ist. Meine Kamera ist leer. Ich hätte die vielleicht vor dem Video aufladen können. Deshalb mache ich einen sehr schönen Cut und dann schauen wir in diese wunderschönen Nester hier. Bis gleich. Ich gucke mal, ob ich das auch mit dem Licht hier besser in den Griff bekommen werde. So, schön lauschig beleuchtet geht es nun weiter mit dieser lustig flackernden LED-Lampe. Hallo? Hallo? Hör auf zu flackern. Naja, dann nehme ich diese Taschenlampe noch zur Hilfe. Schaden kann es nicht. Und wir schauen einfach mal in das Nest heute. Erstmal hier, das ist der Trockenbereich. Hier sieht man, ist das Bewässerungsloch. Da fülle ich normalerweise Wasser rein. Drin ist noch Watte, das kann sich dann hochsaugen. Aber dieses Nest halte ich eher trocken. Das ist nämlich das, wo die Körner gelagert werden. Warum sehen wir auch gleich, warum ich es trocken halte? Nicht nur wegen den Körnern. Hier sind erstmal sehr, sehr viele Ameisen unterwegs, was mir sehr gut gefällt. Die besagten Körner liegen auch in dieser Ecke. Und ich glaube, ich sehe hier sogar ein paar Larven, die abtransportiert werden. Ja, hier tragen die Ameisen ein paar Larven durch die Gegend. Hier sieht man, dass es nicht so schön ist. Das war mal mit Lehm eingekleistert, die Wand. Der ist allerdings dann mit etwas Kondensflüssigkeit an die Decke gestiegen, sag ich mal. Und jetzt sieht es ja aus wie Hulle. Deshalb ist das hier mal eben schnell zur Trockenkammer erklärt worden. Und ja, den Ameisen scheint es eigentlich zu gefallen, weil Messor barbarus ist auch eine relativ trockenliebende Art. Natürlich, die Brut von denen braucht noch etwas Feuchtigkeit, aber das Schlimmste, was man einem Messor barbarus antun kann, ist, deren Nest komplett zu befeuchten. Denn Feuchtigkeit bringt die Körner zum Keimen und die Körner sind deren Futtervorrat. Das finden die gar nicht lustig, wenn da plötzlich ein Wald mitten in deren Nest entsteht. Also hier ein Trockenbereich, wo alle Körner reinkommen. Der andere Bereich ist für die Ameisen zum Wohnen, für die Brut und so weiter. Da schauen wir gleich nochmal rein. Das ist etwas feuchter, weil das befeuchte ich glaube alle 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit gerade da drin ist. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Aber vorher gucken wir in diesen Schlauch hier. Hier beginnt nämlich schon wieder die Völkerwanderung. Die rennen jetzt natürlich alle nach drüben, weil ich ihnen den Deckel vom Haus gerissen habe. Aber, Freunde der Liebe, das passiert gleich auch mit eurem zweiten Deckel und zwar genau jetzt, wenn ich hängen bleiben würde, Mann. So, dort sind sie, die guten Ameisen. Nicht ganz so viele wie in dem anderen Nest. Vielleicht sind sie auch gerade rüber gewandert oder es sieht einfach nur so wenig aus, weil die in Zwischenkammern sitzen, nicht in diesen großen, runden Räumen, sag ich mal, die hier drin sind. Sieht aber soweit gut aus. Ach, und übrigens, ihr kennt das Spiel, falls ihr irgendwo die Königin sehen solltet, lasst doch gerne mal einen Kommentar mit Zeitstempel da. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ich sie beim Schneiden finden sollte, kann ich sie auch irgendwo nochmal hinschreiben oder drüber sprechen oder was auch immer. Mal schauen, aber momentan, ich sehe sie nicht. Früher saß die in dieser Mittelkammer mit einem ganzen Haufen Brut. Hier sind auch noch relativ viele Ameisen und auch relativ viele Majors. Vielleicht ist sie da noch. Also Major, Worker, aus dem Englischen große Arbeiter sozusagen auf Deutsch. Wir sehen ja hier, dass Messor barbarus eine Art ist, die sehr, sehr polymorph ist. Sprich, es gibt die in allen Formen und Farben, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber nein,
alle Farben außer Schwarz sind vergriffen, aber es gibt die in sehr klein und sehr groß. Sieht man hier eigentlich ganz schön, wenn man mal in das Nest guckt. Also eine Art, die jetzt nicht irgendwie eine Soldatenkaste ausbildet. Manchmal ein bisschen groß, manchmal ein bisschen klein. Maße Glück, Maße Pech. Viele hatten Glück, so wie es aussieht. Es sind sehr viele große hier. Die sind meistens da, um das Nest zu bewachen oder eben die Körner zu knacken, weil sehr kleine Ameisen kriegen natürlich große, harte Körner nicht kaputt. Aber dafür sind die großen Major-Arbeiter dabei. Die kriegen mit ihren großen, mächtigen Kiefern eigentlich so ziemlich alles geknackt. Hier in dem Schlauch ist jetzt auch gerade tote Hose. Ich kann dir nochmal zeigen, wie es oben aussieht. Dort ist nämlich der Eingang. Dieser, ja, Haufen Steine. Wenig los, die meisten Ameisen haben sich schon mal vorbereitend auf den Winter in ihr Nest zurückgezogen. Ich renne auch nicht mehr so viel draußen rum. Zum einen, weil es da keine Ameisen mehr zu suchen gibt. Oh nein, es ist 21 Grad geworden, jetzt ist wieder Sommer. Zum einen, weil es keine Ameisen mehr draußen gibt, die ich suchen könnte. Und zum anderen, weil es kalt ist. Da geht keiner gerne raus, auch nicht die Ameisen. Ist ja eigentlich ganz verständlich. Die Heizmatte ist übrigens bereits aus. Die habe ich jetzt seit 3 Wochen schon nicht mehr angehabt. Die Ameisen sollen schließlich merken, dass es Winter wird und dass es kühl ist. Und kurz bevor es Winter wird, auch in Nordafrika oder Südeuropa, hat es keine 25 Grad. Das merken die Tierchen. Ihr könnt die auch nicht austricksen. Die haben so eine Art innere Uhr, also einfach Heizmatte den ganzen Winter durchballern lassen. Das hilft nicht. Die Ameisen werden zwar wahrscheinlich keine Winterruhe machen, aber trotzdem das Eierlegen einstellen, beziehungsweise die Königin stellt das Eierlegen ein und die Arbeiterinnen fahren auch etwas zurück, weil die brauchen halt einfach diese Pause. Die will ich ihnen natürlich auch gönnen, wenn man sich das hier anguckt, was hier los ist. Vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Auf jeden Fall waren es da doch relativ wenig noch. Das Nest war überschaubar. Als ich die Tiere bekommen habe, waren es, glaube ich, 21 oder 23, ich muss mal gucken, habe ich in einem anderen Video schon mal erwähnt, ist jetzt so lange her, aber das sind deutlich mehr als 21 Tiere, würde ich sagen. Allein was hier schon im Bild gerade zu sehen ist, das ist doch schon größer als die ganze Starterkolonie. Und ich hoffe, Messer Barbarus macht auch genauso weiter nächstes Jahr. Meine Lampe hoffentlich nicht, die flackert nämlich gerade wie bekloppt. Was soll das? Ich mache ja ein Video. Geht es noch? Hallo. Aus. So. Was ich auch ausmachen werde, ist diese Taschenlampe gleich und meine Kamera, denn die guten Tierchen haben jetzt genug Stress gehabt, die sollen sich schließlich schon mal langsam auf den Winter vorbereiten und sich ausruhen, wenn die jetzt denken, oh mein Gott, ein haarloser Bär greift unser Nest an, wir müssen uns schnell eine neue Bleibe suchen. Nein, das möchte ich nicht, dass die jetzt wieder alle in die Arena, sprich ins Außenbecken stürmen und sich da dann irgendwie unter den Stein ansiedeln. Das lassen wir mal, also lasse ich es auch, bedanke mich aber trotzdem bei allen fürs Zuschauen, fürs Anklicken. Die Ameisen würden sich auch bestimmt über ein Like freuen und ich sage mal, wir sehen uns im Optimalfall nächste Woche wieder. Bis dahin.